Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Falke macht noch keinen Captain. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael. Dienstagabend, 21 Uhr. Herzlich willkommen. Hier ist Nerdizismus mit den Hero Nerds. Mein Name ist Chris und heute mit dabei Lea, halt, falsche Seite. Hi. Lea, hier so rum. Hi, hi. Kleiner Tanz am Morgen. Der Michael lässt sich entschuldigen. Der hat die Kränke, wie bei uns der Helm sagt. Ja? Also der ist etwas malat. Nur so ein bisschen krank. Außerdem ist er in anderen Umständen, ne? Und auch das ist bald soweit. Also von daher lässt er sich heute für Season Finale entschuldigen. Es gibt also da jetzt mal gleich vorab kein Recap. Das ist die schlechte Nachricht für heute. Die gute Nachricht ist, ich habe jetzt die Ehre, zum wiederholten Male, und ich meine, du bist jetzt in einer Reihe mit Tommy Krappweiß und Andreas Eschbach, ja, und Ansgar Fabri, ja, mich heute mit einer Buchautorin zu unterhalten. Woo, ja, yes, du hast was vollbracht, was viele von uns nur sagen, irgendwann schreibe ich mal ein Buch, und du hast es getan. Ja, ganz genau. Erzähl mal darüber, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben und ich hatte das ganz, ganz roh erstmal fertig, bis dann der Verlag schon irgendwie direkt auf mich zugekommen ist, der S. Fischer Verlag, und direkt meinte, boah, das klingt so geil, können wir das irgendwie zusammen machen, fänd ich voll dufte. Und dann war das Buch eingekauft, obwohl irgendwie gerade mal so 60 Seiten standen, und dann habe ich fleißig geschrieben, und jetzt ist es im Lektorat, und am 25. August kommt mein Buch raus, das heißt Love with Pride, und es geht um eine queere Love Story zwischen zwei Frauen. Cool. Ich bin mir ziemlich sicher, im Chat steht schon bestellt, ja. Ich weiß, dass das Forever Nerd Girl hat's auch schon bestellt, hat es ihrem Buchclub, soweit ich weiß, auch schon empfohlen. Also cool. Von daher, wir wollen ja jetzt keinen Druck aufbauen, ne? Aber du musst ja jetzt schon natürlich schon liefern, ne? Also, ja. Das Gute ist ja, dass ich es noch ein bisschen überarbeiten kann, und bis August ist noch ein bisschen Zeit, ne? Also ich muss mich noch nicht so stressen, aber es ist sehr viel Druck da. Hast du Angst vorm Lektorat? Das ist, hat man so als Autor Angst vorm Lektorat? Ich meine, der guckt ja nicht nur nach Rechtschreibfehlern, der guckt ja auch, ob der Kram Sinn macht, oder? Was macht denn ein Lektor eigentlich? Also auch, ne? Ja, genau. Also ich habe ja auch im Lektorat mal gearbeitet, deswegen habe ich keine Angst vorm Lektorat, aber eher krassen Respekt. Okay. Weil du gibst quasi dein Buch in die Hand von jemandem, der mit einem Hammer draufhaut und sagt, was alles daran nicht gut ist, ne? Und das ist, dann kriegst du halt sowas wieder, was quasi nur aus roten Seiten besteht. Und dann musst du daraus halt noch ein fertiges Buch machen. Das ist schon krass. Und das Selbstwertgefühl, das sinkt erstmal richtig heftig in den Keller, wenn du dein Lektorat halt zurückbekommst, weil du denkst, boah, ich kann gar nichts, es ist ja alles schlecht. Dabei ist es halt einfach nur ein normaler Arbeitsvorgang, ne? Also wenn man jetzt eine Präsentation macht und dann zeigt man das der Gruppe, dann sagt die Gruppe auch erstmal so, komm, lass das noch anders machen, das können wir noch besser machen. Also ich sehe das sehr positiv, weil meine Lektorin ist ja dafür da, dass die mein Buch halt runter macht, ne? Ja, ja. Siehst du, und genau so sehen wir unsere Rolle hier ja auch. Das heißt, wenn wir auf Discovery oder Picard oder so draufhauen, dann ja nur, um es besser zu machen. Genau. Und das auch völlig, völlig for free. Also wir sind kostenlose Lektoren für CBS, Kurtzman, Chabon und Co. So ist hier die Rolle. So sieht's nämlich mal aus, ja. Und in dem Fall kommen ja bisher, vielleicht, wir werden es sehen, ich bin gespannt, wir haben dich jetzt ja seit 4 Folgen, haben wir nicht mehr über Forken gesprochen, also von daher, ich bin mal gespannt, wie es eigentlich bei dir jetzt weitergegangen ist. Bisher
waren wir ja guter Dinge, was das angeht. Auf jeden Fall. Da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. So, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, übernehme ich natürlich wieder mal den Michael-Part. Ihr könnt mehr von uns hören auf nerdizismus.de. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitch, YouTube und Twitter. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier auch im Chat seid. Und vielen Dank, dass ihr auch alle heute wieder brav eingeschaltet habt. Ihr könntet auch Netflix gucken. Also von daher, vielen Dank dafür. Ihr könnt uns erreichen unter der 01525 964 7709 oder immer noch am besten zu empfehlen, ihr geht auf unseren Discord. Das heißt, ihr geht auf nerdizismus.de/Discord und da findet ihr zu allen unseren Podcasts und allen unseren Livestreams dann die entsprechenden Shows und könnt da kommentieren. Wir haben auch ein paar, ich rufe ja immer dazu auf, denn das Brot des Podcasters sind ja Bewertungen. Und wir haben dann doch ein paar bekommen auf iTunes, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel schreibt Edward Grove, einfach klasse, toller Cast mit viel Liebe und Leidenschaft. Ja? Oh, Captain Knotter schreibt, meine zugegebenermaßen seltenen Ausflüge in die Welt der Superhelden ergänze ich gern mit diesem Podcast. Sehr sympathisch und sehr informativ. Vielen Dank. Goody Goody Good schreibt, ein Marvel-Podcast, geil. Weil ihr sagen, weiter so. Die Kollegen vom Kein Kaffee ohne Filter Podcast. Vielen Dank dafür. Cool. Super, schreibt HS31, endlich ein Podcast für echte Helden. Michael schreibt, Superhelden, man merkt, dass hier viel Herzblut und Wissen drin steckt. Dankeschön. Memento schreibt, für Nerds perfekt, sehr unterhaltsamer Podcast, weitermachen. Grüße aus Nordhessen. Dankeschön. Zurück. Grüße gehen zurück nach Nordhessen. Und dann haben wir noch Treya SK. Ich habe ein Herz für Nerds und Heroes. Gelungene Mischung, macht weiter so. Vielen Dank, Treya. Also, das soweit die iTunes-Rezensionen. Ihr dürft natürlich auch immer gerne noch was bei Podcast Addict schreiben oder bei iTunes. Dann lesen wir das hier auch vor. Dann macht die ganze Geschichte. Eine habe ich noch vergessen. Haha, die kam nicht mal. Wir haben ja mehrere Feeds, ne? Das war jetzt auf genau, dem. Genau, du könntest auch mal sagen, wo man die Bewertung denn abgeben kann, weil das wurde gerade im Chat gefragt. Ah ja, ihr könnt auf, wenn ihr einen Podcatcher habt und dort Podcast Addict benutzt, das ist leider im Moment die einzige App, wo man es in der App bewerten kann. Da könnt ihr sowohl eine iTunes-Bewertung hinterlassen, als auch innerhalb von Podcast Addict eine Bewertung hinterlassen. Ansonsten iTunes-Bewertungen. Ja, also da braucht ihr halt einen Apple-Account für, braucht aber kein iOS-Gerät. Ihr braucht einfach nur einen Apple-Account. Da könnt ihr entweder 5 Sterne hinterlassen oder ihr schreibt was. Und geschrieben hat auch, allerdings auf unserem Hauptfeed, was aber nicht schlimm ist, weil alle Folgen da auch kommen, da hat geschrieben der Devil AC, der müsste auch bestimmt irgendwo im Chat sein. Ich gucke mal, sehe noch nicht. Tipp für den Nerd, ich höre euch immer gerne zu, wenn es möglich ist, bin auch im Livestream dabei, bin durch Dead Nerds Talking auf euch aufmerksam geworden, verfolge jetzt jede Sendung, am liebsten aber die Hero Nerds, bis bald im Chat und weiter so. Ja, yeah, also, sehr gut. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und dann wollen wir euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wie gesagt, ein Recap gibt es heute nicht. Ich versuche mich mal ein bisschen dran, aber ganz ehrlich, es ist ja schnell erzählt. Wir haben eigentlich einfach die Endbattle eines ganz normalen Marvel-Films gesehen. Tatsache, es ist ziemlich knapp erzählt. Man könnte sagen, ja, alle haben sich zusammengerottet, alle haben gegeneinander gekämpft. Ende. Ende, genau. Und dann ist halt, und kam es natürlich, wie es kommen musste, sodass der Epilog am Ende noch ein bisschen länger war als alles andere. Oh, also, yes. Sam ist jetzt Captain America und wir haben einige neue Charakter und so weiter. Und was ist mit Sharon und wer ist Veep? Warum ist die auf einmal hier? Und so weiter. Also wir haben eine Menge zu bereden. 2 Folgen, nämlich Folge 5 und Folge 6. Aber vorher will ich eigentlich noch von dir wissen, denn ich habe es ja gerade gesagt, du warst beim letzten Mal nicht dabei. Ja. Folge 3 und 4, diese ganze Litauen-Sokovia-Geschichte. Ganz kurzer Abriss von dir. Wie fandst du es? Also ich muss sagen, ich bin ja ein totaler Fan von dieser ganzen Sokovia-Geschichte, weil ich ja so ein großer Wanda Maximoff-Fan bin, wie einige wahrscheinlich schon wissen. Deswegen fand ich das super, dass man auch mal nach Sokovia gegangen ist, dass man dieses Memorial halt mal gesehen hat und so. Und dass es auch so ein bisschen um diese Geschichte auch ging, ne? Das fand ich echt super. Und Zemo war einfach grandios in den Folgen. Also der hat so viel Spaß gemacht und so viel Witz da reingebracht, hätte ich niemals gedacht. Es war solide, es war nicht
super, mega, affengeil, wie jetzt jede Folge WandaVision für mich. Es war solide, stark, tolle Themen dabei auch und vor allem kam halt dieses Marvel-Gefühl wieder auf. Ne? Also bei WandaVision hat das ja so ein bisschen gefehlt, weil kein Fokus auf Kampf war, sondern Fokus auf Charakterentwicklung. Und jetzt hat man wieder so eine Serie, die halt die alten Marvel-Fans abholt, damit auch alle brav sagen, ja, das ist wieder was für mich, da bin ich doch wieder am Start. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen gesagt, ich glaube, da warst du aber auch dabei, dass wir gesagt haben, etwas unglücklich, dass die halt jetzt nach dem Wanda kommt, weil die Latte dann so hoch ja, war. Ja, also das ist es halt, das ist das große Problem mit der Serie, ja. Das wird halt diesen Maßstab von WandaVision kann das einfach nicht erreichen. Ja. Und ich fürchte, das wird auch, ich kann es mir schwer vorstellen, dass irgendeine der Marvel-Serien, die noch kommen, WandaVision toppen wird. Abwarten. Ich setze meine Hoffnung in Loki, aber da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ja, also, ja. Wie gesagt, Folge. Ich bin da ja auch sehr befangen wegen Wanda halt. Ne? ich hatte ja ehrlich gesagt kurzzeitig gedacht, jetzt springen wir schon fast ans Ende von der Folge 6, ich hatte ja schon fast gedacht, irgendwie man kurz bevor sie Simo verhaften, also bevor die Vakandians ihn abholen, da steht er doch an so einem See und da dachte ich schon so, wenn das nicht vielleicht der gleiche See ist, wo die Hütte ist, ja. Ja. Irgendwie so das eine Nummer. Das wäre cool gewesen. Aber zumindest hat man da nichts gesehen. Also Folge 5, Folge 6, Folge 5 Truth und Folge 6 One World, One People. Ja, wir haben gerade eben schon gesagt, im Grunde genommen ist es jetzt das klassische Finale eines Marvel-Films inklusive Epilog. Und wir haben sogar Redemption Arc. Ich überlege gerade, wie wir es durchgehen. Ich glaube, komm, wir fangen mit John Walker an. Deine Reaktion noch am Ende von Folge 4, als er den Flag Smasher killt. Ich fand das episch. Also ich habe mir genauso was für John Walker gewünscht, damit eben diese krasse Reaktion kommt, damit man da sitzt und denkt, der hat jetzt wirklich jemanden umgebracht. Captain America hat jemanden mit bloßen Händen einfach so, in Anführungszeichen ohne Grund, umgebracht. Ne? Und dann, als man dieses Blut auf dem Schild gesehen hat, ich hatte überall Gänsehaut, ne, weil ich das so geil fand. Ich fand das so krass einfach. Es war richtig gut gemacht. Also natürlich fand ich das schrecklich und schlimm, aber es war halt so gut dargestellt, dass ich mir echt dachte, nur so hammermäßig. Ne? Also ich fand tatsächlich John Walker auch einen super interessanten Charakter, weil du lernst ihn so kennen und am Anfang denkst du dir, bah, was ist das denn für ein Trottel, ey? Captain America mit einer Waffe, so ein Quatsch. Dann lernst du ihn in Folge 2 ein bisschen besser kennen und denkst so, ach ja, so unsympathisch ist er ja gar nicht. Hier Kriegsheld, pipapo, zig Medaillen und so. Und dann Folge 3 und Folge 4 geht's richtig ab und du hast ihn einfach so dermaßen, also richtig gut. Ja, da ging's mir im Grunde genommen genauso. Also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie große Sympathien für ihn. Ich habe ja, das hast du beim letzten Mal gesagt, dass ich ja überhaupt nicht mitgekriegt habe, dass der gar keine Superheldenkräfte hat. Ne? Ich dachte, der hat halt welche, weil wie gesagt, das ist für mich ein, ich wurde schon aufgeklärt, ja, vom Geil. Chat und von den anderen beiden. Ich dachte, der hätte halt jetzt die doppelte Dosis und weil es für mich halt immer noch nicht in den Kopf reingeht, dass man Captain America ohne Superkräfte macht. Aber okay, total. Also das fand ich auch am Anfang. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt einen Captain America nehmen, der keine Superkräfte hat, aber ich fand es sinnig. Das war jemand, der viel für Amerika getan hat, für das Land und so, der sich auch etabliert hat irgendwie in der Army und so, den alle kennen. Ne? Also es hat schon Sinn gemacht, dass er Captain America wurde. Vom Start her. Alles gut, der Typ an sich schon, nur dass man ihm keine Superheldenkräfte gibt. So. Aber ich sag mal so, darüber musste ich jetzt auch in Folge 5 und 6 hüpfen, denn für Sam gilt ja das Gleiche. Und das muss mir erstmal einer zeigen, wie man dieses Schild bitte fangen soll. Aber das ist halt so ein Ticken so, also bei Bucky nehme ich es ja ist noch ein bisschen ab. Der kann drüber, das, genau. Ja, der kann das ja wenigstens noch mit dem Roboterarm fangen, okay. Er ist ja auch ein Supersoldat, aber für einen normalen Menschen ist mir das ein Ticken zu drüber, wie am Ende mir alles, das ist total albern, das beim Superheldenfilm zu sagen, aber irgendwie war es mir am Ende doch ein bisschen drüber. Okay, also wir wollen aber bei John Walker bleiben. Also ich war mir nicht sicher, ich hatte beim letzten Mal gesagt, ich dachte, er schmeißt den Schild cool weg und
so Mic-Drop-mäßig und ja, verlässt so die Szene. Ja. Hat er nicht gemacht, er ist dann total feige geflüchtet. Oder was heißt feige geflüchtet? Also er hat Fersengeld gegeben und zieht sich dann eben zurück in so eine Lagerhelle und kämpft dann so ein bisschen wie Gollum mit seinem Dämonen so ungefähr. Und wird dann und wird dann gestellt von Bucky und von Sam und dann gibt's erstmal kräftig auf die Mütze. Und das war ja dann schon so ein richtiges Remake zum Civil War Kampf. Ja. Also das war ja 1:1 im Grunde genommen, wo dann Iron Man gegen Captain America kämpft und dann kommt, also das war teilweise auch so die gleichen Geschichten so und dann verliert er den Schild und muss halt, und der Armbrechen hat wehgetan. Also, ja, das fand ich auch eine sehr fiese Szene. Da habe ich auch echt so gemacht, ne? Weil, ja. Aber ich fand das so witzig, wie der sich so sein Schild baut. Ich musste sofort an Kylo Ren in Star Wars denken. Mit seinem Helm so, ich zeig's euch allen, Leute. Oder wie hier der im Chat geschrieben hat, wenn du dir dein America-Schild bei Wish bestellst, ja? Ja, genau. Also es hat halt auch null Sinn ergeben, dieses Schild, weil das ist ja auch nach einem Kampf sofort in sich zusammengefallen. Aber er wollte halt sein Schild wieder haben. So, ich kann das nachvollziehen und ich fand es auch cool, dass er das gemacht hat. Das war ein Statement auf jeden Fall. Ja, er muss dann vor eine Senatsanhörung und Rastet komplett aus. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das irgendwoher schon mal kenne. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und es ist wohl ein ziemliches Zitat an eine Rechtfertigungsrede von John Rambo in Rambo 2, glaube ich, oder 3, ich weiß ich nicht genau. Ich habe gar keine Ahnung, nie gesehen. Man tut ja der Rambo-Reihe, also zumindest dem ersten Teil, sehr unrecht, weil der halt, ich sag mal, so als, der geht halt so als 80er Jahre Action-Schmonzes irgendwie durch, aber das ist er eigentlich gar nicht. Also der erste Rambo ist eigentlich ziemlich tiefgründig und ziemlich geil bei all der Action, die er hat. Danach wird's kontinuierlich schlechter. das ist so ähnlich wie beim ersten Rocky. Der erste Rocky ist auch gut und danach wird es halt immer albern. Aber es ist halt dann irgendwann in so eine, der ist halt dann so, ja, die werden halt, wie gesagt, die sind ein bisschen unterbewertet heutzutage, zumindest den ersten kann man sich auf jeden Fall gucken. Und da hält eben, weil die Story von John Rambo ist ja auch, dass er aus dem Vietnamkrieg zurückkommt und dann halt als Vagabund durch die Gegend zieht, weil ihn keiner haben will. Und er hält dann eben auch irgendwann mal eine Rechtfertigungsrede, was wollt ihr denn? Ihr habt mich doch zur Kampfmaschine gemacht. Also beschwert euch nicht, wenn ich jetzt durch die Gegend ziehe und Leute umbringe. Kurzfassung. Ja. Ne? Und das fand ich dann ganz interessant. Und dann wird er, und da kannst du vielleicht uns jetzt ein bisschen erhellen, plötzlich sehe ich Madam Vice President, ja, auf ihn zukommen, die Weep himself, die Frau Dreifuß als Valentina beziehungsweise Madam Hydra oder vielleicht doch, wer ist die Frau mit der lila Strähne? Ja, wir wissen es halt noch nicht so ganz genau, wer dahinter steckt, ne, im Endeffekt. Also ich finde tatsächlich auch die Überlegung, dass Hydra dahinter steckt, sehr, sehr cool. Ich hoffe es, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Hydra ist halt jetzt schon so eine ausgelatschte Nummer, ne? Und sie hat aber auch eine sehr schlaue Zunge. Sie weiß halt total, was sie zu ihm sagen muss, ne? Und wie sie ihn da auch ständig überredet. Also irgendwas kommt da bestimmt noch. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil aufgelöst wurde es ja nicht so richtig. Nee, aufgelöst wurde es nicht so richtig, außer, und jetzt springen wir mal ein bisschen in die sechste Folge, dass der John ja dann sein Redemption Arc hat, ja, also er verschwindet von der Senatsanhörung, wird also von der Weep angequatscht und ist dann erstmal weg. Sie gibt ihm dann so eine schwarze Visitenkarte. Okay. Das fand ich auch, das war halt cool, das ist ein geiler Move, deswegen wirkte das so Hydra-mäßig, ne? Also ich dachte auch sofort so, ja geil, Hydra kommt zurück. Und dann ist er erstmal weg von Fenster bis zur Folge 6, als er dann im Grunde genommen wieder kommt, um was eigentlich zu tun. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Er will auf Carly Morgenthau losgehen, ne? Ja, natürlich. Also genau. das ist sein höchstes Ziel, Carly Morgenthau halt irgendwie rauszuziehen aus dieser ganzen Nummer. Und
ja, sich zu beweisen halt auch, ne? Ich fand das tatsächlich ganz schön, dass er einen Redemption-Arc bekommen hat, weil alles andere wäre unglaubwürdig gewesen. Wenn der Charakter weiterhin versucht hätte, Captain America zu sein und sich dann ans Battle stürzt und so, der hätte dann doch nur wieder Stress gegeben, dann hätte die Diskussion von vorne angefangen. Also es hätte eigentlich für die Story überhaupt keinen Sinn ergeben. Also, was machen sie? Sie sagen, oh ja, mir tut das alles leid, ich wollte das gar nicht, ich bin durchgedreht, so, ich bin jetzt der US-Soldier. Der US-Agent. Ja, Agent, der sorry. US-Agent, alles gut. Agent, natürlich. Der dann auch, der ja auch in den Comics vorkommt, nämlich als genau. US-Agent. Das ist so spitzenmäßiger Name. Ja, total läppisch, aber ist halt ein Captain America Copy-Clone. So von daher, was soll man da großartig machen? Dann lass ihn doch den Namen. Ja, und im Chat wird gefragt, mal eine Frage, wie interpretiert ihr die Farbe von John Walkers neuem Anzug? Also ich schätze mal, du meinst den US-Agent-Anzug. Ja gut, der ist halt jetzt auch schwarz, so wie die Karte ja, von... Ja, so dunkel, ne? Ja. Der ist so dunkelblau, schwarz, sowas in die Richtung. Irgendwie sowas, ja. Und mit einem Rot, meine ich noch. Also, ich fand, das war, die haben sich halt den Captain America Suit angeguckt und geguckt, wie kann man es düster machen und mehr fürs Militär passend. So. Hm. Ja. Weiterhin schreibt im Chat, als groß angekündigter Character Reveal fand ich La Comtesse ziemlich lame. John Walkers Redemption ging viel zu schnell, kommt im Finale an, klatscht sie sofort mit Bucky ab. Okay, ja, kann man so sehen. Ja, aber es hatte halt nur 6 Folgen, ne? Das ist halt das Problem. Die ersten 2 Folgen bauen auf. Die 2 Folgen in der Mitte sollen John Walker als großen Feind dastehen lassen, der ja aber so gesehen gar nicht ist. Und in den letzten beiden Folgen muss er dann quasi schon Redemption zeigen. Ja, und also, das geht schon. Ja, eben, das kann halt in sich nicht hinhauen. Und das bringt mich, ich hüpfe jetzt einfach mal wild in meinen Notizen, aber eigentlich zum größten Kritikpunkt der Serie, die ich habe. Ich habe nicht viele, aber einen habe ich, dass die Show leider sehr viel nur erzählt, aber nichts zeigt. Also ich muss mir das Elend nach dem Blip, das muss ich halt glauben, weil es wird mir gesagt, es wird mir nicht gezeigt. Ja. Ich muss die schlechte Behandlung durch die GRC, muss ich glauben, weil es wird mir nicht gezeigt. Genau. Es sind also so viele Sachen, wo ich mir denke, und dann finde ich auf der anderen Seite aber, gab es aber dann halt auch sehr viel Zeit, die meiner Meinung nach halt dann mit der Story um Sams Schwester irgendwie verschwendet wurde. Also ich fand diese ganzen... Oh, das fand ich super. Das fand ich wirklich toll. Also man weiß über Sam so wahnsinnig wenig und ich fand es gut, dass da ein bisschen Raum gelassen wurde und vor allem halt auch, dass mal darüber geredet wurde, wie verdienen die Leute denn, die Avengers, überhaupt ihr Geld und dann diese ganze Rassismus-Thematik. Ne? Also großartig, dass das aufgebaut wurde. Das hätte meiner Meinung nach noch deutlich mehr Raum kriegen können. Also gerade die Rassismus-Debatte, weil das eben in den Comics so unfassbar wichtig ist. Ja, da bin ich ja hundertprozentig bei dir. Das heißt aber, ich meine jetzt wirklich diese Geschichte. Du meinst es mit der Schwester und dem Boot halt, ne? Genau. Das hätte kürzer sein können mit dem Boot. Das und den Neffen, das war auch die Trainingsmontage, fand ich viel zu lang. Wo ich mir gedacht habe, so, hey, ja, we get it, er kann's, okay, alles gut, schon verstanden. Ich hätte die ehrlich gesagt nicht mal gebraucht, wenn er mit dem Schild plötzlich so rumgeschmissen hätte, hätte ich gesagt, jo. Hätte mich auch nicht gewundert, weil er ist halt Sam und... Eben, genau, ja. So. Da hätte ich jetzt keine Trainingsmontage für ihn gebraucht. Aber es war schön, weil ne, wir haben uns ja eben noch beschwert, dass es eigentlich nicht normal ist, dass ein normaler Mensch das kann. Also eigentlich schlau, dass sie das reingefügt haben für unsere ganzen Meckerlisen hier. Ne? Das ist richtig, aber er konnte es ja vorher schon, weil er ja im Prinzip Frisbee mit Bucky spielt. Da fängt er das Ding schon und erst dann fängt er mit an zu... Gut, dann macht er halt seine Flips und so. Okay, ja, also ja. für mich jetzt die wirklich nicht gebraucht, weil so... Und ansonsten habe ich wirklich an Kritikpunkten eigentlich nur noch dastehen, dass es halt keinen großen Reveal gab, weil ich glaube, dass halt jetzt, wenn der Reveal also die Wieb gewesen sein soll, dann rafft das halt echt, sag ich mal, 90% der Leute halt nicht, weil wir kommen natürlich jetzt schon in die Randgebiete des Marvel-Universums. Und ansonsten habe ich hier nur noch stehen, dass in der letzten Folge 3, glaube ich, oder so, da holen sie ja den Simo aus dem Knast raus, oder war das sogar schon in Folge 2, dann habe ich es noch nicht angesprochen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es war. Auf jeden Fall haben die Polizisten da das Logo der Stadt Hamburg auf den Ärmel und nicht von Berlin.
Das war's. Mehr habe ich da nicht draufstehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, witzig. Ja, mehr habe ich da nicht draufstehen. Das ist doch egal, so ein kleiner Filmfehler. Alles gut, alles gut. Ich wollte damit dir nur sagen, ich habe nicht mehr an Minuspunkten draufstehen. Nee, ich habe auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Minuspunkte, weil es wie so ein solider Film war. Also ich hätte tatsächlich gerne noch mehr zwischen Sam und Bucky gesehen, weil es The Falcon and the Winter Soldier heißt und man dafür sehr wenig The Falcon and the Winter Soldier zusammen hatte. Es war sehr viel The Falcon und ganz wenig The Winter Soldier. Das fand ich ein bisschen schade für Bucky, dass da nicht noch irgendwie was Tolles, Spannendes, Neues erzählt wurde. Aber ganz ehrlich, Buckys Geschichte ist halt auch schon in Captain America-Filmen auserzählt worden. Ne? Was willst du da auch großartig leisten? Deswegen hätte ich mir so ein bisschen mehr Chemie, noch mehr Chemie zwischen den beiden gewünscht. Es wurde das ja so ist so mein Kritikpunkt. Ja, es wurde ja so ein bisschen advertised wie so eine Agenten-Story. Und dafür war mir aber auch zu wenig. Also die mussten halt. Da war jetzt nicht irgendwie so, oh, wir sind jetzt hier die Detectives und finden irgendwie was raus, weil alles fällt ihnen halt. Also es gibt halt immer einen Charakter, der ihnen das dann erzählt. Sie finden ehrlich gesagt gar nichts raus, großartig. Mm. Entweder rennen sie Simo hinterher, ja. Oder Sharon zeigt ihnen irgendwas oder sie, also alles passiert irgendwie, also die ganze Story wäre mehr oder weniger so auch passiert, wenn die überhaupt nichts gemacht hätten, in Anführungszeichen. Ja, das stimmt. Weil sie, also außer, dass sie natürlich dann die Feinde besiegen, okay, aber ansonsten rennen sie eigentlich im Grunde genommen nur hinterher. Lass uns mal, also der Redemption Arc von John Walker, okay, der ging ein bisschen fix, wir brauchen ihn halt einfach noch wahrscheinlich für die ein oder andere sowas Richtung Young Avengers oder sonst irgendwas oder eben die Thunderbolts und das ist ja was, da wusste ich ja gar nicht, dass es sowas gibt, dass es also auch im MCU einen Suicide Squad gibt. Mhm, genau. Also ich kenne tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch quasi der einzige Fact, den ich über die Thunderbolts weiß, dass sie quasi ein moderner Suicide Squad fürs Marvel-Universum sind. Aber da könnte ich mir den auch gut vorstellen. Ja. Und der Chat hat ja auch schon zu Recht gesagt, dass Simo ja vielleicht bei den Thunderbolts mitspielen wird. Genau, also wir hätten wir schon zwei, dann hätten wir Simo, wir hätten den US Agent, dann vielleicht sogar Sharon Carter. Richtig, wer vielleicht weiß. Sogar Sharon Carter, wobei über die können wir gleich noch mal gesondert reden. Dann gibt's ja noch so ein paar andere, sag ich mal, ein bisschen shady Characters. Wir haben noch, erinnerst du dich noch an Ghost? An das Mädel aus Ant-Man and the Wasp, was zwischen den Phasen gefangen ist. Ach ja, klar, natürlich, Ghost, ja, ja. Ja, ja, die stimmt. Von der weiß man auch gar nicht so wahnsinnig viel. Genau, da könnte noch vielleicht noch irgendwie was kommen. Ich hatte auch kurzzeitig gedacht, vielleicht Agatha Harkness oder so. Oh yes, I want this. Die vielleicht auch bei denen mitmacht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man alle so halbseiden, wenn sie nicht so ganz böse sind und nicht so ganz gut sind, dass man die zusammenpackt. Ich habe dann mal nachgeschaut, also der Name Thunderbolts kommt von Thunderbolt Ross und dieser General Ross ist also der Gefängnisobermufti von The Raft, wo ja die ganzen Superhelden da mitten im Atlantik eingesperrt sind und dann hätte er natürlich auch idealen Zugriff und da ist ja jetzt auch der gute Daniel gelandet, ne? Der sich ja, so wie ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, in den Foren, ja auch international, das muss man ganz ehrlich sagen, so zum So wie im Prinzip Agatha bei WandaVision eigentlich so der heimliche Star war, ja, ist hier total. Simo zum heimlichen Star dieser Show geworden. Absolut, also ich fand den auch super lustig einfach, weil der so ein kleiner Pimpf halt war, ne, mit seinen Pelzmäntelchen und so, immer schick angezogen, war irgendwie süß, also der hat total viel Spaß gemacht, also auch diese Szene, wo der da am Tanzen war, die ist ja super viral gegangen, das ist ja eine der meistgeliebtesten Marvel-Szenen überhaupt geworden im Fandom und ich find's ganz cool, dass Simo sympathisch wird, weil hätte ich niemals gedacht. Ich dachte immer so, dass niemals wird man das schaffen, mir den sympathisch zu machen. Du meinst jetzt Simo als Charakter oder weil du Daniel Brühlich magst? Nee, Simo als Charakter tatsächlich. Also hätte ich nicht gedacht. Und also jetzt ist er auf einmal sympathisch geworden. Also, so. Also du hättest ihn jetzt auch gut gefunden, wenn er von Till Schweiger gespielt worden wäre. Ah ja, weiß ich nicht. Also bei Till Schweiger muss man, glaube ich, nee, keine Ausnahmen machen. Oder Matthias Schweighöfer.
Ja, okay, also der Simo, der Batman vom MCU sozusagen, ja, was ist deine Superpower? Ich bin reich. Ja, genau. Ja, mehr ist er ja nicht. Der, und da habe ich ja dann, den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Zettel, der lässt dann durch seinen Butler, die, ja, und das waren dann noch die letzten verbliebenen Supersoldaten killen, oder? Genau, also er tritt ja quasi auf das Serum, ne? Und damit ist es eh dann Geschichte. Tja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht glauben, dass das Serum jetzt. Nee, glaube ich auch nicht. Ich denke auch, es gibt noch irgendwie eine Chance, dass man an das Super-Serum kommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Story vom Serum jetzt erstmal wieder Geschichte sein wird, weil. Das hatte man jetzt in den Captain America-Filmen, jetzt hat man es nochmal in der Serie halt aufgewärmt. Vielleicht kommt es nochmal irgendwie so als kleines Gimmick, aber es wird kein Riesending mehr sein. Ja, das denke ich auch. Und da müsste man mal eben schauen. Denn, und jetzt schlagen wir den Bogen mal zu Sharon. Oh, der, yes. Der Reveal, den man eigentlich schon, weiß ich nicht, seit 3 Folgen hat kommen sehen, der dann irgendwie keiner war, dass sie dann der Powerbroker ist. Und jetzt hat man ja im wahrsten Sinn des Wortes den Bock zum Gärtner gemacht. Man hat nämlich den Powerbroker in ein geheimes Waffenprojekt reingesteckt als Agent. Ist sie jetzt denn wieder bei S.H.I.E.L.D.? Ja, ne? Ja, man weiß es nicht so ganz. Es wurde ja nicht direkt gesagt, dass sie bei S.H.I.E.L.D. halt wieder anfangen kann, aber sie hat halt jetzt Zugang zu allen Regierungsakten. Und das ist die Sache, die gefährlich wird. Ich fand das so genial. Also, ich fand allein die Darstellung von Sharon, ich hatte keinen Bock auf Sharon, dachte mir so, oh nee, die fand ich schon immer in den Filmen so ein bisschen ätzend, so. Und dann kam die und war auf einmal so total voller Hass, wollte sich auflehnen, war rebellisch und so. Und das hat so gut getan, die so zu sehen, weil man das Gefühl hatte, dass sie dem Charakter einen ganz neuen Schwung gegeben haben. Dass sie versucht haben, wirklich eine neue Storyline zu erzählen. Und es passiert halt nicht oft im Marvel-Universum, dass die Frauen sich dann auf einmal so rebellisch verhalten und in Anführungszeichen böse oder kriminell werden. Und das fand ich richtig cool. Also badass Frau, die echt was auf dem Kasten hat und was sie sich da jetzt aufgebaut hat. Ich fand es cool, dass sie der Powerbroker ist. Also, wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre, hätte ich gesagt, meh, ja, okay. Und bei Sharon habe ich gesagt, geil, richtig cool. Ja, im Chat wird gefragt, ob Steve Rogers jetzt eigentlich der Vater von Sharon ist oder ob er das heißt verwechselt. Ja, man weiß es ja nicht. Man könnte jetzt theoretisch davon ausgehen, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Aber wir wollen es ehrlich gesagt nicht wissen. Ja. Es gibt ja eine, gibt es auch 2, 3 YouTube-Videos dazu. Den könnt ihr einfach mal bei YouTube schauen. Sowas wie Sharon was bad all along. Wo also im Grunde genommen die Theorie aufgestellt wird, dass Sharon schon immer böse war. Cool. Dass sie beim Blip gar nicht verschwunden ist, sondern einfach nur die Chance ergriffen hat, um zu verschwinden. Ja. Also praktisch runterzutauchen. Genau. Weil dann hätte sie nämlich ja eigentlich, ehrlich gesagt, die 5, 6, 7 Jahre Zeit gehabt, das aufzubauen. Weil sie sagen, ja, wenn das die jetzt plötzlich wieder da ist, das wäre ein bisschen wenig Zeit, um plötzlich hier zum Powerbroker zu werden. Und die Story geht also im Grunde genommen so, und das wird auch mit, sag ich mal, Filmzitaten, die man oder Ausschnitten belegt, die man natürlich dann, wenn man sie unter dieser Prämisse sieht, so deuten kann. Nämlich, dass sie in den ganzen Avengers-Filmen immer dann zur Stelle ist, wenn die Avengers irgendwas brauchen. Ja. Wenn sie also mal ihre Ausrüstung wieder brauchen, wenn sie einen Hinweis brauchen, wenn sie Beweise brauchen oder sonst irgendwas, immer ist Sharon da. Sharon oder sie ist immer das Lexikon irgendwie. Genau. Oder sie ist auf der Trauerfeier für Peggy Carter. Da hat sie dann so eine eindringliche Rede, wo sie dann Steve Rogers genau anguckt und sagt, man muss manchmal ein Baum sein, der sich nicht im Winde und bla bla bla. Ja, wo ja. Er dann eben so Kamera auf ihn so, ah, verdammt, ich darf jetzt nicht nachgeben. Ne? Also, dass sie im Grunde genommen immer so der ist, der Charakter ist, der halt die Avengers erst gegeneinander aufhetzt und so weiter. Also, der halt die ganze Zeit die Fäden im Hintergrund spinnt. Das war jetzt sehr abgekürzt. Guckt euch das Video an, geht locker eine Viertelstunde. Könnte man so sehen. Dann muss ich natürlich sagen,
Ja, dann würde ich auch noch mehr einen Hut von Kevin Feige ziehen, wenn sie das auch schon ganz am Anfang sich gedacht haben. Ja, das wäre krass. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wäre cool. Also fänd ich geil, wenn jemand so einen Arc spinnt, dass er sagt, okay, pass mal auf, und die streuen noch mal Hinweise, dass wir irgendwann in 10 Jahre später dann mal so einen Puss und Puff machen können. Wir wussten es von Anfang an, liebe genau. Freunde. Und deswegen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Man kann das da rein interpretieren, wenn man es will. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht, weil dafür wäre jetzt der Reveal mit dem Power Broker zu platt zu krass gewesen, ja, zu platt. Ja, das hätte ich dann cleverer gespielt als in 2 Folgen. Einer, sind wir ehrlich, jetzt nicht gerade zur, also die Serie wird das MCU jetzt nicht tragen. Da gibt's andere Nein. hier, das ja, die guckst du jetzt und dann guckst du sie vielleicht irgendwann nochmal, aber ich glaube eher guckst du nochmal WandaVision oder für, genau, oder also Loki ich auf jeden Fall. Ja? Und deswegen ist das jetzt keine Serie, die das MCU so tragen wird, dass du an der Stelle sagen musst, so den Reveal packe ich da rein. Dann hatten wir ja noch die Geschichte, dass es hier dieser Amro Zora oder wie heißt der eine Arzt da sein könnte, der war es jetzt auch nicht. Also die Sharon ist es. Ja. Es könnte immer noch auf so eine Skrull-Nummer rauslaufen, aber das glaube ich bei ihr nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich fände es ein bisschen schade, wenn man das so begründet, weil ich fände es cool, wenn sie aus eigenem Interesse kriminell geworden wäre. Das finde ich besser als so, ja, ich bin halt ein Skrull und deswegen mache ich das wegen Secret Invasion. Ja, genau. Kann uns drohen, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so Bock auf diese Secret Invasion Geschichte, weil erstmal kenne ich sie halt schon und zum Zweiten, das ist jetzt halt dann auch wirklich so ein bisschen so done to death. Also ich würde halt jetzt wirklich mal gerne mal Nö, was ohne... Wird jetzt erstmal schön Multiverse kommen und da können wir uns auf was freuen, denke ich mal. Also ich glaube, die heiße Phase von Marvel, die kommt jetzt noch. Ja. Die wird mit Loki gleich eingeläutet, müssen wir auch noch drüber reden. Es gibt ja verschiedene Richtungen, wo es jetzt hingehen könnte. Also wir haben einmal könnte es Richtung Thunderbolts gehen, es könnte aber auch Richtung Dark Avengers gehen. Das ist auch eine Geschichte, habe ich kurz überflogen, da geht es praktisch um, wie war das? Ist das nicht auch von Simo initiiert oder sowas, der Superhelden um sich schart, also Bösewichte um sich schart, die aber erstmal. Ich weiß gar nicht, ob es Simo war. Als Superhelden tun und dann irgendwie sowas, ne? Mm, also ja, das ist praktisch so eine erstmal nette Avengers-Nachfolgetruppe anrückt, die so wie Avengers durch die Gegend hüpfen, aber dann eben nach und nach die Erde unterjochen. So ein bisschen wie bei The Boys, ja? Ja, die Geschichte aber so ein bisschen. Glaube ich nicht, dass sie das jetzt machen. Also Ich bin halt mal gespannt, in welche Richtung es jetzt geht, weil wie gesagt, mit Loki, mit Multiverse of Madness, dann Spider-Man 3, ich glaube, jetzt wird viel, viel Multiverse kommen, worauf ich mich sehr freue, was ich hoffe, das kommt. Aber dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt die nächste Phase? Ne? Also ist die nächste Phase das Multiversum oder ist das Multiversum nur ein kleiner Abstecher im Marvel-Universum und dann geht's weiter mit, keine Ahnung, eben Secret Invasion oder was auch immer. Ich muss mal eben schnell raussuchen, ob ich es irgendwo finde. Da habe ich gerade letztens noch eben so eine Runde gesehen, so eine Übersicht mit den ganzen Marvel-Sachen, die noch alle so kommen, die auch so zumindest schon mal teilweise ein Datum hatten. Da ist ja dann doch eine... Black Widow kommt demnächst. Der kommt im Loki Juli, kommt genau. demnächst. Multiverse of Madness kommt demnächst, Spider-Man 3 kommt demnächst. Das sind, glaube ich, die 4 Sachen, die als nächstes kommen. Genau, also die Phase 4 besteht jetzt aus Black Widow. Der Shang-Li hast du vergessen. Shang-Li, stimmt. Habe ich den Trailer letztens gesehen, war auch sehr interessant. Dann kommen die Eternals. Ja, stimmt, die Eternals kommen ja auch noch. Dann haben wir Spider-Man No Way Home, dann haben wir Doctor Strange Multiverse Madness, dann haben wir Thor Love and Thunder übernächstes Jahr. Oh ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Black Panther 2. Ja. Captain Marvel 2. Dann haben wir Ant-Man and the Wasp Quantumania. Das kommt alles in 22. Das wird bestimmt auch richtig freaky. In 23 kommt dann Guardians of the Galaxy 3 oder auch nie. Ja. Und dann haben wir noch einen undatierten Fantastic Four-Film. So, das sind aber jetzt die Filmgeschichten. Und beim Television sieht es also so aus, dass wir jetzt Loki haben. Genau.
Dann haben wir What If. Genau, die What-If-Sachen, aber das wird ja ein bisschen fürs Multiversum zum Einstieg sein, ne? Damit wir alle uns so ein bisschen dran gewöhnen, dass wir viele verschiedene Marvel-Geschichten hören. Dann haben wir Mrs. Marvel, was auch immer das ist. Kannst du dazu was sagen? Sagt mir gar nichts. Das Kamala Khan, warte, kann ich dir zeigen? Habe ich hier in meinem Miss Marvel. Okay. Ah, Miss Marvel, nicht Mrs. Marvel, stimmt. Ja, habe ich in meinem Comicregal. Großartige Serie. Also da freue ich mich mit am allermeisten drauf, weil das einer meiner absoluten Lieblingsheldinnen ist. Okay, ganz, ganz grob, worum es geht. Nur zwei Worte. Sag mir gar nichts. Kamala Khan ist eine Schülerin und die findet eines Tages heraus, dass sie Superkräfte hat. Die kann sich super weit ausdehnen und ist super stark, kann sich groß machen und sowas. Und sie ist ein großer Fan von Captain Marvel, die ja früher auch Miss Marvel war. Und daher auch der Name, dass sie quasi in ihre Fußstapfen tritt. Ah, ja. Und das Schöne an der Miss Marvel-Reihe ist, dass es sehr, sehr nerdig ist. Sie ist nämlich selber ein großer Fan von den Avengers. Sie schreibt heimlich Iron Man und Captain America Fanfic, in denen es tutti-tutti zugeht. Ha. Und sie würde halt so gerne eine Superheldin sein und dann wird sie es halt. Und das ist das Schöne daran. Und es geht auch so ein bisschen um ihre muslimischen Eltern und ihre amerikanische Kultur, dass sie das so schwer unter einen Hut irgendwie bringen lässt. Und dann geht es auch ein bisschen um die Liebe. Also es ist eine fantastische Comicserie. Das ist von allen Marvel-Comics, die ich gelesen habe, die beste Reihe. Okay, unfassbar gut. Ich bin gespannt. Dann kriegen wir eine Hawkeye-Serie, wir kriegen eine Moon Knight-Serie, wir kriegen eine She-Hulk-Serie. Yes. Wir kriegen ein Guardians of the Galaxy Holiday Special. Ja, was das auch immer sein soll. Dann bekommen wir eine Secret Invasion-Serie, aber auch noch ohne Datum, Ironheart und dann diesen, da hatte man jetzt so ein bisschen die Sharon Carter drin verortet, nämlich in den Armor Wars, wo es also darum geht, dass im Prinzip es um die ganzen Waffenentwicklungen im Stark Industry Komplex und so weiter geht. Und da soll dann auch der James Rhodes wieder reinkommen und so weiter. Und da würde jetzt ja Sharon durchaus Sinn machen, jetzt wo sie sozusagen an der Quelle zu den Waffenentwicklungen noch. Ja, es ist halt die Frage, wie lange das jetzt noch dauert. Weil wenn das auch erst in 10 Jahren ausgestrahlt wird, ja, weiß ich halt nicht. Ne? Wird halt dann schwierig mit den ganzen Darstellern. Ja, allerdings. Also von daher, dann kannst du es natürlich wieder nett machen, wenn du so eine Nummer wie Skrulls machst, weil dann kann es jeder sein. Oder du hast halt diese Gesichtsdinger, die ich völlig vergessen hatte, dass diese Face Masks, die dann auch Sharon hatte, dass die waren, glaube ich, bei Marvel's Agents of Shields kamen die mal vor und dann habe ich die irgendwie aber, das kam, die habe ich völlig vergessen, dass es die gibt. Also plötzlich steht die da und hat dieses Ding und ich so, hä? Was ist das denn jetzt? Und dann irgendwann ist mir wieder eingefallen, ach so, das gab's schon mal. Aber das war für mich so ein Bit Technik over the top. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, das Ende war mir auch ein bisschen zu over the top, weil was dieser Wakanda Captain America Anzug jetzt kann. Unnormal. Richtig krass. Ich fand das super. Sam kriegt jetzt endlich das, was er verdient. Also ja, ich fand das wirklich toll. Das hat mich total gefreut für den. Der hat es einfach verdient. Bis zu der Stelle, als der Hubschrauber auf ihn draufgefallen ist und dann abprallt. Aber wenn das alles aus Vibranium ist, dann kann ich das schon nachvollziehen, dass das passiert. Mhm. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwelche Physiker unter unseren Zuhörern, die mal ausrechnen können, wie stark eigentlich Vibranium sein muss, um einen kompletten Hubschrauber auf einer Person zu Alles gut. Sonst, wie gesagt, das sind echt so kleine Geschichten, die da rumkamen. Am Ende muss ich sagen, bleibt mir noch zu sagen, dass ich irgendwie einfach Kali extrem schwach fand. Also schade, oder? Ja. Schade. Ich fand sie so wahnsinnig platt irgendwie. Ja. Also ich habe mich so gefreut, weil die Schauspielerin fand schon in Star Wars total interessant und mich hat es gefreut, dass so ein junges, frisches Gesicht jetzt am Start ist und dann ist Kali aber eigentlich nur, ja, ich mache das halt jetzt und ihr könnt mich halt eh alle nicht aufhalten und wenn ihr mich halt aufhaltet, dann seid ihr halt gegen mich. Genau. Und deswegen fand ich sehr schade auch, was sie für ein Ende bekommen hat, aber gerechtfertigt, weil sie einfach nur weiter straight gemacht hätte. Das hätte halt kein Ende genommen, ne? Das wäre so gewesen, wenn John Walker halt weiter gesagt hätte, ich bin aber Captain America.
Genau. Dann hätte er auch irgendwo tot runterfallen müssen. Ja, und man hätte ja, sie hatte ja die Chance, die Waffe halt nicht aufzugreifen. Ja? Ja, ja. Und dafür, dass sie doch eigentlich so gebondet hat mit Sam zweimal, wo sie so ein gutes Gespräch hatten, war sie mir auch irgendwie so, ja, okay, da war mir dann ihr Antrieb einer, das war ja nicht mal ihre Mutter, das war ja nur irgendeine Oma, die da gestorben ist. Ja, also das war mir alles ein bisschen sehr, also diese ganze Flex. Die Motivation von ihr wurde halt nicht gezeigt, was ganze, du ja schon gesagt hattest, ja, die ganze, dass die halt nicht gezeigt wurde, sorry. Ja, die ganze Flex-Mashers-Nummer war mir, fand ich nicht gut, die war mir zu dünn. Ich habe erst gar nicht gecheckt, was die eigentlich überhaupt wollten, dann habe ich gecheckt, dass die eigentlich auch gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Okay, warum soll ich es dann als Zuschauer raffen, wenn die nicht mehr wissen, was sie haben wollen. Ja. Dann hatten sie plötzlich People Everywhere. Okay, dann ist sie so blöd und gibt dann Bucky das Handy mit der geheimen App. Okay. Wie, wo? Und am Ende bringt der Butler von Simon dann die restlichen um. Das war so. Das fühlte sich so ein bisschen an, so, ja, scheiße, die müssen jetzt raus aus dem Plot. Wir müssen jetzt alle weg. Ja. Es war ein bisschen schade, weil man hätte mit den Flexmashers so viel Cooles halt noch machen können. Und ich fand auch, dass sie sehr platt waren. Und man merkte halt irgendwie, dass sie den Storyline-Arc sehr schnell zu Ende bringen wollten am Ende. Ja, und dadurch, dass man halt, das bringt mich wieder zu dem Show Don't Tell, dadurch, dass man halt eben die Schlechtbehandlung der Menschen nur erzählt gekriegt hat, nicht gesehen hat. Konnte ich mich mit denen jetzt, das waren jetzt halt für mich, genau, das waren jetzt halt für mich. In keiner Art und Weise. Für mich waren die von Anfang an, ja, das sind halt die Bösen, und auch wenn die das, gerade wenn sie das Super-Serum halt irgendwie gestohlen haben, müssen die ja böse sein. Also ich konnte halt mit Carly keine Sympathie aufbauen, und sie sollte ja eigentlich eine sympathische Figur sein. Also bei der Figur ist ja alles darauf ausgelegt, Empathie, Stärke, Charisma und so, das sollen ja alles schöne Faktoren sein, dass du denkst, boah, Carly tut mir voll leid, das ist voll traurig, die Story, aber war es halt nicht. Du dachtest nur so, yo, Carly, hoffentlich kriegst du jetzt auf die Fresse, weil du hast es verdient. Ja, ja. Im Chat wird gerade geschrieben, Limek, der komplette Flex-Smashers-Arc ist dem Schnitt zum Opfer gefallen. Gegenfrage, weißt du das oder glaubst du das einfach nur? Es kann natürlich sein, dass es der mehr gab. Dann sind wir wieder bei dem, was du gerade eben gesagt hast. Zwei Folgen mehr wären auch nicht so schlecht gewesen. Absolut. Hätte es auch wirklich verkraftet. Gerade um eben auch nochmal dieses Thema mit der Legacy von Captain America reinzuholen oder halt auch das Rassismus-Thema nochmal ein bisschen breiter zu fächern einfach, um da intensiver drauf einzugehen. Das hätte es auf jeden Fall gut getan, weil es war wirklich, wie gesagt, die ersten zwei Folgen waren Einleitung, die Mitte war ein klarer Mittelpunkt und die letzten zwei Folgen waren ein klarer Abschluss. Also einfacher kannst du es dir ja nicht machen als Serienmacher. Und dann hättest du es im Grunde genommen auch wieder auf 3 Stunden zum Film eindampfen können. Weil dann genau, wäre so, finde ich wär so, auch, weil dann wäre es auch egal gewesen. Genau, richtig. Hätte auch ein Film werden können für 3 Stunden. Exakt, genau. Es hätte auch ein Film für 3 Stunden werden können, wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Eine Sache, über die wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten, weil sie mir auch aufgefallen ist, und ich habe im letzten Mal gesagt, es war ein bisschen in your face, aber auf der anderen Seite beim drüber nachdenken, warum halt auch nicht, und du hast es jetzt gerade mehrfach gesagt, ist natürlich das Thema mit dem Rassismus und White Supremacy und so weiter. Auch in den Comics wird das hier aufgegriffen. Wir haben ja dann nochmal hier den Jesaja, der ja dann am Ende so sein eigenes Denkmal kriegt. Das war ein bisschen American, dick aufgetragen, aber sei es drum. Ja, aber schön, ich fand das toll. Grundsätzlich war das natürlich eine schöne Sache. Wir haben mit seinem Neffen jemand, der in die Patriot, also Young Avengers Geschichte reinrutschen könnte. Eventuell, genau. Wir hatten natürlich diese 2-3 Szenen im Prinzip mit Sam als Zivilist, der dann plötzlich auch sich spontan Kontrollen unterziehen muss, weil er erst nicht erkannt wird. Ja, das war richtig gut. Also das fand ich richtig toll, dass sie diese Szene mit reingebracht haben. Und davon hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr gewünscht, um das zu verdeutlichen. Und da bin ich nämlich genau bei dir, dass mir der Epilog am Ende von ihm ein Ticken zu gerusht war. Der steht halt dann da und hält dann so eine ein bisschen altkluge Rede, die auch sehr, sehr gerusht war. Da wäre es mir irgendwie...
auch da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man da, weil andersrum, er versucht ja den Troll mehr oder weniger schon mit dem Satz dann zu begegnen, ja, und natürlich wird es auch Leute geben, die mich als schwarzen Captain America dann hassen, womit ja. er natürlich völlig recht hat, etc., absolut richtig. Da hätte ich mir aber gerne noch ein bisschen, ja, das, oder andersrum, das interessiert mich jetzt. Wir haben den John Walker gesehen. Hätte man noch was machen können. Wir haben den John Walker gesehen, der dann so auf dem Footballfeld da in dem Highschool- oder College-Team dann da gefeiert wird, etc. pp. Und jetzt würde ich halt im Grunde genommen mal gerne sehen, was passiert denn jetzt mit Sam als Captain America auf einer Promotour? Ja, und absolut. Wie setzt er sich da ein und so weiter? Und gibt es irgendwie so eine. Das war so, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt hört ihr auf. Doof. Genau jetzt, wenn es halt spannend wird. Sinn dieser Serie war es ja, einen neuen Captain America zu etablieren. Wir haben das ja auch am Ende gesehen. Die Serie heißt eigentlich nicht The Falcon and the Winter Soldier, sondern Captain America and the Winter Soldier. Und das fand ich schön gemacht, unglaublich gut. Also als Sam das erste Mal gesagt hat, ich bin nicht der Falcon, ich bin Captain America, hatte ich überall Gänsehaut. Und ich habe am Ende richtig geweint, als The Falcon ausgeschwärzt wurde und Captain America dann da drüber stand. Ne? Das hat mich so emotional mitgenommen. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen auf mein Leben. Das fand ich richtig, richtig schön. Und das war es, was die Serie zeigen wollte. Nichts anderes. Es war eine Reise zum Werden von Captain America. Und wie er jetzt als Captain America agieren wird, das werden wir in den nächsten Sachen, denke ich mal, sehen, weil es wird auf jeden Fall weitergehen mit Captain America. Captain America ist jetzt neu besetzt und jetzt geht's erst richtig los. Ja, und da bin ich mal gespannt, dass sie hoffentlich das dann nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern dass gerne nochmal aufgegriffen werden darf, weil wenn du schon so eine populäre Figur hast, die du jetzt auch dann mit einem, sag ich mal, inzwischen einer bekannten, aber eigentlich eher unbekannteren Schauspieler besetzt hast, der also jetzt nicht, da steckt ja jetzt nicht Tom Cruise drin, so, weißt du, was ich meine? Nö, genau. Oder irgendwie Will Smith oder so irgendwas. Eher unbekannterer Schauspieler, der jetzt halt hoffentlich seinen berechtigten Fame bekommt. Exakt, genau, der im Prinzip so ein bisschen auch da als Botschafter in dieser Sache durch die Gegend rennen kann und das von daher, das fände ich eigentlich ziemlich geil, wenn du da jetzt was draus machst. Du hast noch mit Monica Rambeau, hast du noch POCs, die im Grunde genommen jetzt dann da rauskommen, also von daher, da bin ich echt mal gespannt, wie die ganze Nummer wird. Das ist ja auch ein Comic, dieses Truth-Comic, ich habe es mir jetzt als E-Book schon mal runtergeladen, ich konnte noch nicht reingucken, das ist ja dann eben diese Geschichte von Isaiah Bradley, der also da im Zweiten Weltkrieg eben auch Teil dieses, oder im Koreakrieg war es, glaube ich, Teil dieses Supersoldatenprogrammes dann ist. Also von daher, da bin ich echt mal gespannt auf diese ganze Geschichte. Dann haben wir noch, beziehungsweise, hast du noch was zu Sam? Sonst würde ich jetzt auf Bucky einschwenken. Nö, mach gerne, wir können gerne über Bucky reden. Dann lass uns mal auf Bucky einschwenken, weil auch der hat ja einen... Ja, seine Läuterung jetzt abgeschlossen. Ja, endlich. Endlich, muss man sagen, ja. Also es war total schön, dass man auch nochmal so ein bisschen Bucky und seine Vergangenheit mit Wakanda gezeigt hat. Das hat mich persönlich total abgeholt. Davon hätte ich gerne noch mehr gesehen. Also was genau ist alles in Wakanda mit Bucky passiert? Was ging da so ab und so, ne? Und dass es dann so ein bisschen angerissen wurde, fand ich super, hätte aber auf jeden Fall noch mehr reingekonnt. Und es ist schön, dass er jetzt am Ende auch ein Ziel hatte. Also es ist ja jetzt keine große Story. Bucky hat sein Heftchen und am Ende sagt er, okay, Heftchen ist egal. Na, und er hat seine Therapie sozusagen abgeschlossen. Und das ist schön, es war ein toller Story-Arc für ihn charakterlich, aber ich weiß noch nicht, inwiefern ihn das wahnsinnig viel gebracht hat. Das sehen wir ja jetzt noch nicht. Wir müssen darauf warten, was kommt. Ich musste irgendwie so, als dann die Therapeuse da reinkommt und diese Tüte sieht, da habe ich im ersten Moment gedacht, boah, die zieht jetzt bestimmt eine Packung Merci da raus, weil das war... Ja, ich habe auch gedacht, ihr holt jetzt so Mercis. das war wirklich so, stand so da wie in so einer Merci-Werbung mit diesem blöden Zettelchen da dran, so holt da bestimmt irgendwie so eine Tafel Schokolade raus oder sowas. Total. Ja, oder irgendwie so eine hässliche Kerze oder so, aber dann war es dann eben das Buch. Ja, mein Bucky. Ich bin froh, dass der Love Interest von Bucky nicht
weiter durchgeführt wurde. So, das muss ich noch zu Bucky sagen. Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf eingehen. Ach so, super. Also das wäre so ein Ding, Gott sei Dank hat sie da nicht auf ihn reagiert, weil, also wenn die das ihm jetzt durch hätte durchgehen lassen, das wäre ein bisschen, ja, da soll er sich in wen anders verlieben, der unbelastet ist, ja. Und, aber seine große Liebe ist doch Captain America. Ja. Da kannst du ja, da schreibt er, die Miss Marvel schreibt ja da dann Fanfics. Genau, drüber. Ihre Fanfics. Ja. Ich bin ja mit Bucky ehrlich gesagt nie so warm geworden. Ah, oh, ich liebe Bucky. War nie so mein Charakter irgendwie. Der war halt auch immer sehr, sehr unbeleuchtet. Also erst war er halt sein Sidekick, dann ist er weg, dann kommt er wieder, dann ist er aber so ein stummer Homunculus, der einfach nur Leute killt. Und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder und jetzt soll ich ihn auf einmal mögen. Ich habe zu viele Bucky-Fanfics gelesen. Ja, ich habe auch viele Buffy-Fanfics gelesen, aber ich habe sehr viele Bucky-Fanfics gelesen. Und wenn ihr als Zuhörer das auch habt und dann Leas Buch lest, dann wird euch das ein oder andere bekannt vorkommen. Ja, sehr wahrscheinlich. Von daher bin ich mit dem einfach schlicht und ergreifend nie warm geworden. Es hat nichts mit Sebastian Stan zu tun oder sonst irgendwas. Es war einfach so ein Charakter, der hat mich irgendwie nie großartig interessiert. Von daher war jetzt ich bin jetzt froh, dass er jetzt seinen Rucksack jetzt abgelegt hat. Und wenn jetzt ehrlich gesagt er wieder nur zum Sidekick wird, ist es für mich fein. Ja, der ist für mich auch seine ehrlich Story gesagt, ist abgeschlossen. Exakt. Und zu Ende. Und ansonsten ist er für mich als Superheld zu langweilig, also auch von seinen Kräften her oder sonst irgendwas. Ja. Ja, finde ich nicht. Ich finde den super spannend wegen auch dem ganzen posttraumatischen Stress. Ja, aber die hat er jetzt ja halt nicht mehr. Und jetzt naja, den hat er nicht mehr, kann ich so nicht sagen, weil du lebst schon ewig mit dem posttraumatischen Stress, aber du weißt besser, mit ihm umzugehen. Okay, gut. So. Aber die Frage ist, trägt das halt jetzt im Prinzip diesen Charakter? Nee, das trägt die Figur nicht mehr, auf keinen Fall. Ja. Da muss halt irgendwas Neues kommen. Ja. Und selbst wenn, ist doch auch nicht schlimm. Bucky gehört ja auch alles gut. Sagen wir mal mit zur B-Klasse der Avengers-Movie. Er war immer der Sidekick von Captain America und er war aber auch mal Antagonist eines ganzen Filmes, darf man auch nicht vergessen. Ne? Der hatte schon seine große Rolle und jetzt haben sie halt noch Bucky reingemacht und seine Geschichte so ein bisschen weiter erzählt. Es ist jetzt Ende, es muss mit Bucky nicht weitergehen. Wäre schön, würde mich freuen, weil ich Bucky sehr gerne mag, aber es ist kein Zwang. Ja. Und dann habe ich noch eine Sache hier draufgeschrieben. Steve is gone. Die das im Deutschen übersetzt haben. Er ist weg. Er ist weg und im Untertitel Deutsch stand, er ist gestorben. Ach krass, okay. Man weiß es ja nicht. Und gone kann halt beides im Englischen bedeuten. So, genau. Was ist denn jetzt? Ist er auf dem Mond? Ist er in der Hohlerde? Wir wissen es einfach nicht. Was wir ja zuletzt gesehen haben, ist, dass er ein alter Mann ist und der eine schöne Zeit mit seiner Peggy hatte. Man kann mutmaßen, dass er halt zurückgezogen irgendwo lebt. Man kann mutmaßen, dass er gestorben ist an Altersschwäche. Man weiß es halt einfach nicht so genau. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie das offen lassen und nicht sagen, dass er tot ist. Weil ich glaube, hätten sie mir so ins Gesicht gesagt, so, du weißt, er ist tot, dann wäre irgendwas in mir zerbrochen. Ich möchte mir einfach vorstellen, dass der jetzt in so einem Seniorenheim ist, dass einmal in der Woche jemand vorbeikommt und den irgendwie mit dem eine Tasse Kaffee trinkt, voll nett. Und er sitzt dann jeden Abend da, macht Kreuzworträtsel und hat einfach voll das schöne Seniorenleben so. Und erzählt jedem, dass er Captain America war und alle so, ja, der alte Zausel redet wieder Unsinn. Ja. Also von mir aus kann man es auch offen lassen. Ich total, find's besser so. Lass es doch einfach mal offen. Es muss nicht alles erklärt werden. Ich und brauche auch jetzt nicht irgendwie noch einen Golden Girls-Verschnitt mit Steve Rogers im Altersheim. Ja. Oh doch, ich will es. Jetzt, wo du es gesagt hast, will ich das. Old Avengers. Grumpy America, ja. Old Man Cap.
Why not? Genau. Im Chat wird geschrieben, Chris Evans hat angeblich einen Vertrag mit Marvel für ein, zwei Projekte. Angeblich, ja. Man weiß es nicht. Ja, nee, bitte nicht nochmal als die Fackel, das hatten wir alles schon mal. Nee, und, brauchen wir nicht. auch Fantastic Four ist sowas, na, ich muss es ehrlich gesagt nicht sehen. Also ja, von daher. Gut, wagen wir, wenn du zum Falcon nichts mehr hast, können wir noch einen kleinen Ausblick wagen in den Juni. Oh, ja. Wenn das kommt, worauf ich mich richtig, richtig freue, nämlich auf Loki. Da habe ich so richtig Bock drauf. Ich habe da auch Bock drauf. Weil ich glaube, das könnte so eine richtig schöne, da werden wir, also ich hoffe, da das werden ist wir so mein Hoffnung. Tot diskutieren. Exakt, genau das ist es nämlich. Weil mit dem God of Mischief, ja, kann es einfach nur viele, viele Fährten in Chaos, tausende Richtungen geben, die dann, und ich hoffe, dass es da wirklich so ein ganz viele What the fuck. Ja, sie haben es ja schon in den Trailern quasi mit uns gemacht, da so viele seltsame Sachen gezeigt, wo man wirklich dachte, was zur Hölle? Also das Einzige, was mir so bekannt war, war das Vote Loki, weil ich den Comic dazu gelesen habe. Und auf die Storyline freue ich mich schon dermaßen, wenn alle für Loki als Präsidenten stimmen werden. Das wird episch. Oh ja, das wäre natürlich wirklich eine. Ich hoffe auch, dass es eine schöne, ich sag mal so ein bisschen Anthology-mäßigere Serie wird, also wo er durch verschiedene Zeiten und Settings ja, und so hüpfen. Hoffentlich, ja, hoffentlich. Und das jetzt. Wir wollen richtig viel sehen. Und dass das jetzt nicht irgendwie so den Pandemie-Plänen irgendwie so zum Opfer gefallen ist, weil halt, weil man vielleicht dann manche Sachen jetzt doch nicht so umsetzen konnte, aber das fände ich schade, aber da freue ich mich wirklich drauf. Tom Hiddleston geht auch immer, also von daher. Absolut, absolut, das wäre super. Also ich habe auch sehr viel Hoffnung in diese Serie, weil ich halt glaube, dass es eben jetzt mit dem Multiversum auch mal wieder ein bisschen weitergeht, ne? Und ja, dass da hoffentlich ein bisschen was passiert. Also ich meine, wir wissen alle, er hat den Tesseract geschnappt und war plötzlich weg. Und wo ist er jetzt? Was passiert da? Was geht ab? Wir wollen es wissen. Ja, am 19., in dem 18. Juni geht's weiter. Oh, den ganzen Freitag, Mai müssen wir noch aushalten. Ja. Das, oh, heißt, das heißt, für uns Hero Nerds, wir hören uns mit den Hero Nerds, wenn vorher nichts passiert, wieder am, jetzt muss ich gerade mal gucken, am 28. Juni. Wow. Ja. Also noch eine ganze Weile hin, bis wir als Hero Nerds wieder hier in diesem Stream sind. Nächste Woche, am Montag, sind wir dann wieder in der Besetzung Michael Licht. Da werden wir sprechen über Mortal Kombat, über Love and Monsters. Und über Love and Monsters war super. Und For All Mankind, genau. Das steht nächsten Montag auf der Uhr. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch heute auch wieder gefallen hat. Und lasst natürlich, wir hatten es eingangs besprochen, doch mal eine Bewertung auf iTunes oder Podcast Addict da. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info@nerdizismus.de. Ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben an die 01525 964 7709. Und nerdizismus.de/discord ist natürlich immer die beste Anlaufstelle. Lea, ich danke dir vielmals, gerne, dass du wieder dabei warst. Ich finde es fast schon schade, dass wir jetzt erstmal ein paar Wochen lang nichts mehr zumindest auch nicht über die Hero Nerds quatschen können, aber ihr Mädels werdet ja ganz sicher wieder was machen. Wir haben ja noch die Cosplay-Geschichte, da wird vielleicht noch was kommen. Wir werden auf jeden Fall im Sommer noch über dein Buch sprechen, da freue ich mich ehrlich gesagt, bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich noch nie ein Buch von jemand gelesen habe, den du persönlich kennst. Genau. Ja, also von daher, da bin ich mal, eine Bekannte von mir hat schon mal ein Buch geschrieben, aber das war ein Hochzeitsbuch, ne? Das muss ich jetzt auch nicht lesen. Aber ansonsten bin ich da wirklich mal gespannt drauf. Und ja, also auch vielen Dank an den Chat. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, hat am Spaß gemacht mit euch. Montag sind wir, wie gesagt, dann wieder da mit Filmkritiken zum Mortal Kombat. Und in diesem Sinne, machtet Jort. Bis die Tschüss. Tage, bis nächste Woche. Tschüss. Produktion des Podcast-Imperiums.